Die Spiel 2024 ist vorbei und was heißt das? Richtig, Tabletop Hall! Es wird auch immer schwerer hier. Das folgende Video wird euch präsentiert von minyards.eu. Moini, ihr hippen Dudes und Duderinas, herzlich willkommen zur aktuellen Gedankengrütze aus dem Deist-Malbunker. Ich war auf der Spiel 2024, die weltgrößte Consumermesse für Brett- und analoge Spiele. Die hat wieder in Essen stattgefunden und ich war dieses Mal drei Tage da und habe einiges mitgebracht. Als erstes habe ich natürlich Impressionen von der Spiel mitgebracht. Ich war am Donnerstag, am Freitag und am Samstag vor Ort. Am Donnerstag war ich eher privat nur da, konnte einige Sachen spielen. Am Freitag dann hatte ich ganz viele Termine, die auch euch im Endeffekt bald als Content sehr zugutekommen werden. Und am Samstag war ich den ganzen Tag oder den Großteil des Tages am Stand von Freebooters Fate. Warum war ich am Stand von Freebooters Fate? Nun ja, der eine oder die andere hat es vielleicht mitbekommen. Freebooters Fate und Deist haben eine kleine Cross-Promo, eine Kooperation. Und zwar ist für Freebooters Fate der Piraten-Dennis und der Piraten-Zimti, beide als Miniaturen rausgekommen. Vollwertig spielbar bei Freebooters Fate mit den Regeln als Söldner. Eher so piratig, aber auch für die Schatten spielbar. Warum? Könnte daran liegen, dass es die beiden Fraktionen sind, die ich spiele. Aber nicht nur, dass man die bei Freebooters Fate spielen kann. Nein, es sind auch Karten enthalten, oder zumindest eine Karte ist enthalten, um sie bei Deist the Game zu spielen. Diese Figuren von Freebooters Fate, beziehungsweise diese beiden Figuren, Piraten-Dennis und Piraten-Zimti. Und ich gebe ehrlich zu, ich bin mega, mega stolz darauf, dass wir diese Kooperation hinbekommen haben. Und die Figuren sehen wirklich gut aus. Muss ich wirklich auch sagen, vor allem Zimti ist großartig. Der Dennis ist so, naja, okay, er ist halt da, aber der Zimti ist wirklich der heimliche Star. Und offensichtlich habt ihr das auch so gefunden, denn nach zwei Tagen waren alle Figuren ausverkauft, so dass die danach nachproduziert werden mussten, dass wir dann am Samstag wieder einen neuen Schub von Figuren hatten, die auch wieder ausverkauft waren und am Sonntag wurden sie dann auch nochmal nachproduziert. Ob sie dann ausverkauft waren, weiß ich nicht, da war ich nämlich nicht mehr da. Ich möchte euch ein bisschen teilhaben lassen an meiner Erfahrung der Spiel. Wenn ihr jetzt unbedingt direkt zum Loot wollt, zum Hall, dann schaut doch unten in die Videokapitel und springt doch direkt dorthin. Angereist bin ich am Mittwoch. Ich habe außerhalb von Essen übernachtet in einem Hotel zusammen mit ein paar Kumpels in einem anderen Ort oder einer anderen Stadt. Es war so nah dran, dass wir mit einem Taxi tatsächlich innerhalb von 16, 17 Minuten direkt an der Spiel waren. Das war natürlich von Vorteil, dass die Spiel dieses Mal über den 3. Oktober, also den Tag der Deutschen Einheit, lief. Was heißt, dass die Straßen nicht so überfüllt waren. Normalerweise ist der ja immer komplett Stau und dieses Mal war das echt in Ordnung. Wir sind da wirklich sehr schnell hingekommen und hatten keinen Stau, kein gar nichts. Dafür war aber die Messe total voll an dem Tag. Klar, die Leute sind natürlich dann am Feiertag hingegangen, dann am Brückentag, am Freitag auch nochmal und am Samstag auch. An allen Tagen war die Messe ausverkauft. Allerdings hatten wir den Eindruck, dass am Samstag die Messe ein kleines bisschen leerer war als die anderen Tage. Vielleicht diese selbsterfüllende Prophezeiung, weil es immer heißt, Samstag ist der Großkampftag und deswegen kommen viele nicht und haben das dann natürlich verschoben auf Donnerstag und Freitag, weil die meisten dann ja dann auch frei hatten. Wie es am Sonntag war, kann ich nicht sagen. Es war aber auf jeden Fall das erste Mal, dass die Spiel komplett ausverkauft war. Natürlich ist die Spiel hauptsächlich Brettspiel fokussiert. Sehr viel Trading Card hat sich da mittlerweile in die letzten Jahre mit reingeschmuggelt und das merkt man auch total. Also ich würde sagen, seit Lorcana rausgekommen ist, merken einfach viele große Firmen und Lizenzgeber, dass Trading Cards so das neue Ding ist, um Geld zu drucken. Deswegen, es werden immer mehr Trading Cards, die da rauskommen und das merkt man total. Wenn man allerdings nur auf Miniaturenspiele oder nur Tabletop Miniature Wargaming steht, dann ist man auf das Spiel auf jeden Fall auch sehr richtig. Vor allem, weil nicht nur deutsche Anbieter und Aussteller da sind, sondern auch sehr viele internationale Aussteller. Die Halle 1 war zum Beispiel komplett alleine für Tabletop-Spiele, Rollenspiele und Trading-Card-Spiele. Und die Halle war nicht wirklich klein, also eine sehr große Halle, wo man wirklich sich nur um Miniaturen, Fantasy und Nerdkram kümmern konnte. Und ehrlich gesagt, ich hatte in diesen drei Tagen, beziehungsweise Samstag, da habe ich ja selbst den ganzen Tag Demos gegeben von meinem eigenen Spiel, wo ich am Freebooters Fate stand war. In diesen zwei Tagen, wo ich dann da war, das war fast schon zu kurz. Ich hatte zwar beim Rüberlaufen alles im Endeffekt fertig gehabt und habe alles gesehen, aber um die Sachen vernünftig auszuprobieren, alle Aktionen, die es dort gab, irgendwie mitzunehmen, mal Test zu spielen, zu malen, sonst was, dafür war tatsächlich gar nicht die Zeit. Also eigentlich brauchte man wirklich, wenn man auch noch den Rest des Spiels mitnehmen wollte, für mich
3 komplette volle Tage. Ich hätte eigentlich wahrscheinlich am liebsten noch den Sonntag irgendwie für mich gehabt, um über die Messe zu schlendern und einige Sachen auszuprobieren. Wer war da? Natürlich Games Workshop war da. Dieses Mal richtig, richtig riesig mit dem Golden Demon, der das erste Mal auf der Spiel Essen stattgefunden hat, was natürlich einen riesigen Andrang und Anlauf verursacht hat. Ich habe nur ein paar Aufnahmen am Freitag machen können von den Vitrinen. Wie gesagt, am Samstag war ich komplett anderweitig beschäftigt. Am Freitag hatte ich ein kleines bisschen Zeit. Donnerstag hatte ich überlegt, noch einige Aufnahmen zu machen. Allerdings waren die Vitrinen zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so stark gefüllt, denn die Jury hat erst in der Nacht von Samstag auf Sonntag ihre Wahl getroffen und dementsprechend konnte man bis Samstagnachmittag noch seine Einträge mitbringen. Das hatte natürlich den Vorteil, dass Leute, die irgendwie erst Samstag kamen, noch also sehr spät die Möglichkeit hatten, ihre Figuren mit einzureichen in diversen Kategorien. Der Nachteil war natürlich, dass man dann am Donnerstag und Freitag relativ leere Vitrinen hatte. Allerdings hat man aber auch gemerkt, dass der Golden Demon internationales Publikum anzieht und vor allem internationale Creator waren da. Bren von Goobertown war zum Beispiel da, von Weitem hatte ich auch noch die Kollegen von Squidma gesehen und noch einige andere. Also man merkt so richtig, diese internationale Maler, aber auch Creator-Szene war komplett da wegen des Golden Demon, weil das dann doch noch ein ganz besonderes Event ist, wo die Leute durch die ganze Welt jetten, nur um daran teilzunehmen und teilweise auch darüber zu berichten. Am Sonntag war die Preisverleihung, die habe ich leider nicht mitbekommen. Auf dem Brückenkopf Online könnt ihr euch aber definitiv dort die ganzen Sieger und Siegerinnen anschauen. Da sind einige sehr, sehr coole Sachen dabei und einige von den Gewinnern habe ich tatsächlich auch abfilmen können. Das war sehr schön. Ja, viel konnte ich da nicht abfilmen, weil das so voll war und ich konnte nicht vernünftig irgendwie da filmen, ohne angestoßen zu werden. Aber so ein paar kleine Impressionen habe ich auf jeden Fall dabei gehabt. Außerdem war der Games Workshop Stand riesengroß, natürlich so ein bisschen auf Neueinsteiger und Rekrutierung ausgelegt. Man konnte seine ersten Miniaturen bemalen, man konnte Testspiele machen zu den diversen Spielen und man konnte natürlich Games Workshop technisch einkaufen. Ich fand es wieder sehr, sehr lustig, wie alle sich ja jedes Mal immer über die Preise von Games Workshop beschweren und sagen, sie kaufen immer nur woanders ein. Und trotzdem war am Games Workshop Stand fast jedes Mal, wenn ich da war, eine riesige Schlange bei der Kasse, dass Leute sich mit Games Workshop Produkten zum Originalpreis ohne Rabatte eingedeckt haben. Und das nicht nur mit Forge World Produkten. Games Workshop hatte natürlich die größte Fläche, aber genau gegenüber waren zum Beispiel auch Parabellum Wargames mit Conquest, Last Argument of Kings und Conquest First Blood. Da konnte ich mich ein kleines bisschen mit dem Daryl unterhalten, der ist der Marketingchef von Parabellum und ich kann euch sagen, da wird demnächst einiges hier passieren auf dem Kanal. Sehr interessant, haben wir ein kleines bisschen über die Bemalung zum Beispiel, der Promofigur geredet, wo ich dann tatsächlich auch ein bisschen Kritik äußern durfte. Und der Daryl hatte mich tatsächlich gefragt, der hatte vom Radio Hobbybruch unser Ranking der diversen Spiele gesehen und war ganz verwundert, dass Conquest so schlecht abgeschnitten hatte. Wo ich dann zu ihm meinte, nein, Conquest hatte nur First Blood so schlecht abgeschnitten, aber Last Argument of Kings war oben. Ein Problem, dass beide Logos fast gleich aussehen und man nur das eine sieht und denkt, oh, ist ja so schlecht. Aber tatsächlich finde ich ja Last Argument of Kings extrem gut und First Blood eher nicht so. Aber das ist auch eher eine ganz persönliche Entscheidung. Wenn ihr wissen wollt, wie ich dazu gekommen bin, hört euch gerne den Podcast an. Findet ihr sowohl hier auf YouTube als auch bei Spotify, Apple und sonst wo Radio Hobbybruch. Und zwar die Folge Das beste Tabletop der Welt. Parabellum Wargames hatte auch ein paar Neuigkeiten dabei, beziehungsweise eigentlich so richtig viele Neuheiten waren das gar nicht, aber eine große Neuheit war da mit bei und zwar für die Vadrun, der neue Flieger. Ich habe jetzt den Namen tatsächlich vergessen. Das ist so ein Name, der klingt so ein bisschen Inka-Aztekisch-artig. Entschuldigung, wahrscheinlich haue ich da jetzt wieder ganz viele Kulturen durcheinander. Aber man hätte jetzt sowas wie eine fliegende Schlange oder sowas erwartet. Stattdessen ist es so ein Apteradon, wo dann ein Vadrun, also ein Ork, drauf reitet. Unglaublich tolles Modell. Das hier abgefilmte Modell ist übrigens noch aus Resin. Die Figur kommt aber im November schon raus. Und zwar nicht in Resin, sondern aus Hartplastik. Irgendwo bei 130 Euro wird das Modell liegen. Wird 2 Köpfe haben und 2 Reiter können oben drauf sitzen. Also ein sehr, sehr schönes Modell. Ziemlich groß und gar nicht mal so massig. Also wird, glaube ich, sehr, sehr schön in diese Armee reinpassen, denn mehr große Dinosaurier, die von Orks geritten werden, vielleicht hätte ich doch die Vadrun spielen sollen. Na gut, der Zug ist wohl abgefahren für mich. Natürlich waren auch Freebooter Miniatures mit vor Ort, ihr habt es mitbekommen. Ich habe die Demos am Samstag gespielt für Dice the Game. Das könnt ihr euch natürlich auch gerne mal anschauen. Hier, ich habe das hier mal so verlinkt. Da könnt ihr auf den, oder ist das da? Auf jeden Fall schaut mal auf den i-Button. Dort kommt ihr auf den Dice Shop, den Online-Shop für Dice the Game. Als PDF könnt ihr euch die PDF runterladen, durch den Drucker jagen und dann selbst einmal spielen. Der Preis, finde ich, ist einigermaßen fair mit ganz vielen Erweiterungen, die es da mittlerweile gibt. So, genug der Werbung. Ganz viele andere Stände waren auch da. Safe and Sound waren da. Micro Arts waren da. Army Painter waren da.
Mantic Games waren da, Warlord Games waren da, Asmodee war natürlich da mit Star Wars Shatterpoint und Star Wars Legion. Song of Ice and Fire habe ich gar nicht gesehen. Man konnte aber Song of Ice and Fire dennoch kaufen, und zwar bei War Factory. Man konnte Song of Ice and Fire aber dennoch dort kaufen und ausprobieren, und zwar bei War Factory, den Kollegen aus Polen. Dann gab es natürlich noch diverse Brettspiele. Ich kann die alle wirklich gar nicht auflesen. Ich habe auch bestimmt die Hälfte wieder vergessen. Also es waren wirklich sehr, sehr viele Tabletop- und Miniaturenhersteller da. Natürlich Cool Mini und Not war mit da. Ein Asmodee hatte fast eine halbe Halle irgendwie noch mit gehabt. Pegasus war mit dabei. Also wirklich brettspieltechnisch war alles mit dabei, was man machen konnte. Ein bisschen habe ich Scale leider vermisst, Scale 75. Dafür waren AK mit einem großen Stand am Start. Und bei Echo waren auf jeden Fall noch mit dabei. Und bei Army Painter konnte man bei Phantasos Studio ein bisschen malen. Ich hätte gerne den Dominik mal Hallo gesagt, aber da waren wir beschäftigt. Bin ich dann einfach weitergegangen. Man konnte auf jeden Fall sehr viel Zeit dort verbringen und ganz viele Sachen ausprobieren und natürlich einkaufen. Unter anderem Picker Pro war mit dabei mit Krautcover. Die haben da auch, also ich glaube, die waren da nur am Rausgeben. Also ich glaube, da haben ganz viele Leute gewartet, dass das PK Pro vielleicht mal da vor Ort ist. Und ich glaube, Couchcover ist auch irgendwie mit sehr leeren Kisten nach Hause gegangen. Ich konnte nicht so viel spielen, aber einige Sachen konnte ich anspielen. Unter anderem hatte ich Knee Deep in Hexes angespielt. Das ist ein Brettspiel auf Hexfeldern, ja, das so ein bisschen Command & Conquer-like ist. Jeder Spieler der beiden Spieler fängt mit einer Basis an und muss Baufahrzeuge bauen, mit der er Gebäude bauen kann, um Ressourcen zu sammeln, um dann drei verschiedene Kampffahrzeuge zu bauen, mit denen man sich dann bekämpft. Man hat dann zwei Ressourcen, Kristalle waren das, glaube ich, um dann Gebäude zu bauen, und Energie, um dann Einheiten zu bewegen. Ich habe leider nur sehr kurz gespielt, musste dann auch sehr schnell wieder los. Das tut mir total leid. Da muss ich mich bei den Kollegen tatsächlich nochmal entschuldigen, ehrlich gesagt, für die muss ich nochmal eine E-Mail schreiben, weil die extra einen Slot für uns bereit gemacht haben. Das habe ich mit Christian gespielt, und das fand ich richtig, richtig gut. Vor allem, weil auch alle Gebäude und alle Fahrzeuge mit kleinen Figuren waren. Das war natürlich ein großer Bonuspunkt. Ich habe Nanolith gespielt, dazu komme ich aber gleich später. Ich habe Takura anspielen können, beziehungsweise die Kollegen, komme ich aber auch gleich später auf jeden Fall nochmal dazu. Dann waren Burst und Mantic Games mit Halo da. Bei Mantic Games konnte man auch Worms einmal anspielen. Das haben zwei Kollegen gespielt. Halo habe ich nicht angespielt, weil ich das ja eine Woche vorher schon in England bei Mantic Games selbst direkt anspielen konnte. Aber auch da wird es demnächst, wie schon im letzten Video erwähnt, sehr viel mehr geben. Dann habe ich noch ein lustiges Schlumpfspiel gespielt. Leider gab es das auch nicht zu kaufen, sondern das kommt, glaube ich, erst in ein, zwei Monaten. Das ist im Endeffekt ein Worker-Placement-Spiel, wo alle Spieler zusammen ein Schlumpfdorf aufbauen müssen. Man hat dann also seine Karten mit verschiedenen Schlümpfen, und die muss man dann irgendwo platzieren, um Ressourcen zu bekommen oder Aktionen auszuführen, wie Gebäude zu bauen. Und zwischendrin läuft dann Azrael umher und blockiert einige Wege, und Gargamel ist damit am Start und gibt einige fiese Änderungen im Spiel pro Runde irgendwie mit rein, also ganz fiese Karten. Das war ein Spiel, das hat nicht wehgetan, war ganz nett, und ich kann mir vorstellen, für eine etwas jüngere Zielgruppe, die gerne Worker Placement spielen, gerne zusammenspielen und es nicht zu kompliziert haben möchten, ist das bestimmt ein sehr, sehr schönes Spiel. Abends außerhalb der Messe haben wir dann noch Heat gespielt, ein Spiel, das letztes Jahr 2023 oder was 22 sogar schon total das In-Spiel war. Da gab es auch eine große Kontroverse, dass das Spiel ja nicht im Fachhandel zu kaufen war, sondern bei großen Märkten wie zum Beispiel Thalia. Und das ist im Endeffekt ein Rennspiel, das Formel 1, aber irgendwann in den 50ern, keine Ahnung, ich bin beim Spiel reingekommen, das war schon alles aufgebaut, deswegen habe ich auch keine Intro oder sowas bekommen, was die Hintergrundgeschichte angeht. Auf jeden Fall spielt man da ein Retro-Rennen mit Retro-Rennautos und mit einer Kartenmechanik. Man hat sozusagen eine Art Deckbuilding mit Risikomanagement. Man muss halt schnell um die Kurven fahren, beziehungsweise man muss bei den Kurven langsamer fahren, muss dann gucken, dass man die richtigen Karten auf der Hand behält, um in Richtungen schnell zu fahren, und dabei immer darauf achten, dass der Motor nicht überhitzt, dabei Gänge hoch und runter schalten. Das hat überraschend viel Spaß gemacht, obwohl das nicht so mein Szenario ist, aber das hat echt Laune gemacht. Das war ein sehr, sehr schönes Spiel, hat mir sehr gut gefallen. Nachdem auf der Gamescom Nils und Christian Altered anspielen konnten, habe ich es dieses Mal gemacht. Wir waren eingeladen zu einem Presse-Creator-Event von Asmodee, wo wir im Endeffekt in Ruhe die verschiedenen Neuerscheinungen anspielen konnten. Und unter anderem war Altered mit dabei, und da habe ich es mir nicht nehmen lassen, das jetzt auch selbst mal gespielt. Das ist Asmodees neues Trading-Card-Spiel. Das heißt auch wieder nicht mit Miniaturen. Das hat sehr, sehr schöne Artworks, hatten wir auch schon mal in unserem Podcast drüber gesprochen. Hat sehr, sehr schöne Artworks, die so ein bisschen Disney-esque sind. Also richtig, und das kombiniert mit so einem MOBA-Stil, ja, ohne dass es ein MOBA eigentlich ist, aber so dieser typische Grafikstil, der ist da auf jeden Fall mit bei, und das Spielprinzip ist auch wirklich sehr, sehr nett. Ich würde auf jeden Fall nicht einsteigen, weil ich jetzt mit
Star Wars Unlimited und Lorcana jetzt schon eigentlich zwei Trading Cards habe, die ich so ein bisschen nebenbei laufen lasse. Und ich glaube, ich habe genügend Sammelhobbys, dass ich das nicht unbedingt machen muss. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus Spaß macht, wenn man da ein bisschen tiefer drin ist. Das wäre jedenfalls sehr lustig. Was mir aufgefallen ist bei der Spiel dieses Jahr, und vielleicht ist das aber auch nur meine Meinung oder mein Eindruck, ist, dass es keine wirklich riesigen Spieleboxen mehr gibt mit ganz viel Inhalt, mit vielen Plastikfiguren, 3D-Gelände, massiv viel Karten und Marker aus Plastik oder noch Metall. Gefühlt hatten gerade die großen Hersteller, die großen Publisher, dieses Jahr eher mittelgroße bis kleine Spiele. Das war sehr, sehr auffällig dieses Jahr, dass es nicht große Boxen mit Figuren gab, sondern eher kleine Puzzlespiele, Kartenspiele oder Brettspiele, die halt nicht so krass aufwendig waren. Natürlich konnte man diese aufwendigen Spiele auch bei kleineren oder mittleren Herstellern sehen, aber auch das gefühlt viel weniger als die letzten Jahre. Es kann sein, dass vielleicht da jetzt so langsam eine Sättigung des Marktes eingesetzt hat und die Hersteller und die Konsumenten so langsam den Weg ein bisschen zurückfinden und nicht allzu viel, naja, mehr haben wollen, sondern ein kleines bisschen in die kleinere Richtung gehen, dass sie vielleicht übersättigt sind. Ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht Händler und ich hatte mit jemandem aus der Branche gesprochen und der meinte, ja, die merken das auch, deswegen haben sie jetzt auch eher kleinere Spiele, weil sowohl Händler als auch die Spieler, nun ja, die haben nicht mehr so viel Platz. Und das scheint sich dann dementsprechend auch an den Verkaufszahlen aufzuzeigen. Außerdem hatte ich am Freitag einen ganz, ganz interessanten Termin. Ich wurde eingeladen, nach Düsseldorf zu kommen. Jetzt habe ich natürlich gedacht immer so, oh, Essen, Düsseldorf ist ganz schön weit weg. Es ist alles irgendwie im Pott. Das ist dann doch relativ nah dran von jemand, der aus Hamburg kommt und weiß, okay, aus Hamburg raus kommt erstmal lange nichts und dann kommen irgendwie ein paar kleine Städte wieder mit langer Fahrt. Ist das natürlich in der Region im Pott gar nicht mal so weit auseinander. Auf jeden Fall eine sehr weirde Geschichte. Ich habe schon gedacht, ich werde vielleicht verschleppt. Ein Shuttle hat uns abgeholt vom Parkplatz und dann nach Düsseldorf in ein Hotel gefahren, wo wir ein noch nicht angekündigtes Spiel von einer Firma spielen konnten, die mir bisher auch nichts gesagt hat, und zwar Secret Door, ein Studio, das irgendwie 2020 gegründet wurde und ihr Erstlingswerk jetzt demnächst rausbringt oder zumindest ankündigt. Ich darf leider über dieses Event absolut nichts erzählen. Ich kann euch nur sagen, es war sehr, sehr interessant. Es hat durchaus Spaß gemacht. Es hat knapp 2 Stunden gedauert und danach wurde ich wieder zum Spiel zurückgefahren. Und ich denke, da wird am 10.10. wird einiges rauskommen, einige Infos, und dann darf ich auch darüber reden. Bisher muss ich euch leider ein kleines bisschen vertrösten, dass ich dazu nichts sagen darf. Aber man kann gespannt sein. Ist es ein Tabletop-Spiel? Nee. Ist es ein Brettspiel? Ja, irgendwie schon. Aber es hat trotzdem was mit diesem Hobby zu tun und sehr viele Überschneidungspunkte, die sehr, wie soll ich sagen, die sehr viel mehr diese Art von Spiel ist, die wir spielen, als wir eigentlich glauben. So, und das Video ist jetzt schon extrem lang. Bevor wir jetzt zu meinem Loot kommen, machen wir ein kleines bisschen Werbung, können ein bisschen durchschnaufen. Dass ich gerne Cola trinke, sollte mittlerweile jeder wissen, der mal 1 oder 2 Livestreams von mir gesehen hat. Irgendwann dachte ich mir, dass ich vielleicht meine Zufuhr an Zucker und Süßstoff ein klein wenig einschränken sollte. Genau in diese Phase hinein bekam ich von Holy eine Anfrage, ob ich nicht mal deren Softdrinks auf Pulverbasis ausprobieren möchte, die komplett ohne Zucker und Aspartam gesüßt sind. Und wie ich nun mal so bin, war ich am Anfang ein kleines bisschen skeptisch. Nicht nur bei Tabletop-Produkten, sondern auch bei anderen Produkten. Denn Holy kannte ich vorher irgendwie immer nur als Energy-Drink für ja, Videogaming-Leute. Aber was soll ich sagen, nachdem ich mich wirklich durchprobiert habe, es gibt durchaus Sorten, die mir gefallen und mich wirklich überzeugt haben. Sowohl die Sorte Pink Grapefruit aus der Hydration-Reihe und Watermelon Whale aus der Energy-Drink-Reihe gefallen mir total gut. Ein schöner Bonus dabei ist, dass die Kalorienanzahl pro Shaker nur etwa mehr als 1/10 einer normalen 0,3 Liter Flasche Cola ist. Das ist bei mir sogar noch weniger, denn ich nehme immer nur einen halben anstatt einen ganzen Löffel des Holy Pulvers auf 1/2 Liter Wasser, weil es mir ehrlich gesagt so besser schmeckt. Wenn ihr die Getränke von Holy jetzt also selbst ausprieren wollt, empfehle ich euch definitiv, ja, mit so einem Starterpack anzufangen. Genauso wie ich das auch gemacht habe, damit ihr euch durch die verschiedenen Sorten mal durchprobieren könnt. Und es gibt auch noch einen Shaker dazu. Mit dem Code DICED5 bekommt ihr dann auch noch 5 Euro Rabatt auf eure Erstbestellung. Ich muss an diese Werbung nochmal einen kleinen Nachschub geben, denn ich habe irgendwie eine neue Lieblingssorte gefunden, und zwar habe ich 2 miteinander vermischt, immer nur so halbe Becher, und zwar Kokosnuss. Und ich weiß, das mögen viele nicht. Ich fand das total interessant, vor allem mit diesem Alligator Apple Energy Drink. Das beides nur so ein bisschen rein, 50-50, dann noch ganz viele Eiswürfel rein, 1/2 Liter.
Das mag ich tatsächlich momentan ziemlich gern. Natürlich darf man trotzdem nicht vergessen, auch wenn man die ganzen Softdrinks trinkt und auch das Holy, man sollte zwischendrin eigentlich auch hauptsächlich Wasser trinken. Fangen wir einfach mal an und zwar erstmal mit dem Nicht-Miniaturen-Kram, weil wenn ich mein Loot schon zeige, dann einfach mal komplett. Am Freitagabend war ich nämlich beim Star Wars Unlimited Event von Asmodee. Das war ein Event für Creator und für Händler und dort wurden so die nächsten Schritte, die nächsten Releases für Star Wars Unlimited, das Trading-Card-Spiel gezeigt. Da werde ich jetzt aufgrund der Thematik jetzt nicht so stark darauf eingehen. Ich werde aber auf jeden Fall mehr darüber berichten in Radio Hobbybruch, unserem Podcast. Das wird dann der nächste sein. Der wird dann, dass das Video jetzt rauskommt, nächste Woche wird das rauskommen und da werde ich auf jeden Fall ein bisschen mehr drüber reden. Da gab es dann ein Goodiebag für alle, die mit dabei waren und das hat es dieses Mal krass in sich gehabt. Da gab es erstmal ein Zweispieler-Starter-Set von Star Wars Unlimited, das erste Zweispieler-Starter-Set, was sie rausgebracht haben Anfang des Jahres, Spark of Rebellion, was ich glaube, bis auf das Starter-Pack sind die komplett ausverkauft. Aber da wurde angekündigt, dass die nochmal neu produziert werden. Dass das Spark of Rebellion die Karten wiederkommen. Das freut mich so ein bisschen, weil ich ehrlich gesagt das ein bisschen doof finde, dass es die nicht mehr gibt. Genau, das war da mit drin. Dann war da ein Deck. Deckkiste. Ich bin im Trading Card nicht so in den Terminus drin. Also auf jeden Fall kann man hier sein Deck reinpacken. So ein Plastik von Gamegenic. Ist ganz nett. Und nochmal zweimal Sleeves, um die Karten zu sleeven. Einmal in Blau und einmal in Rot mit einem Clear Sleeve, damit man natürlich dann auch den Charakter bzw. den Helden, den Commander mit einsetzen kann. Und dieses Goodiebag habe ich schon erwähnt, war total krass, weil dazu gab es zusätzlich noch eine Spielmatte, die ja, die einen cartoonigen Look hat und im Endeffekt das Bild von der Schmiedin hier von The Mandalorian dann zeigt. Also sehr schöner Kunstdruck, muss man wirklich sagen. Es ist halt eine Spielmatte, ne? Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der eine oder die andere, die so wirklich im Trading Card drin ist, denkt, wow, was für ein geiler Scheiß. Für mich ist es eine Nice-to-have-Spielmatte. Bisher habe ich das Spiel nämlich immer ohne Spielmatte gespielt, weil ich das viel einfacher finde, so ein kleines Deck mitzunehmen, anstatt auch irgendwie noch so eine kleine Matte mitzunehmen. Aber ich werde sie das nächste Mal verwenden, wenn wir dann mal das nächste Mal spielen. Dann habe ich auf jeden Fall eine coole Matte. Danke dafür. Außerdem habe ich eingekauft bei Safe & Sound und zwar sehr unspektakulär. Ich habe mir Kisten geholt, um meine Miniaturen da reinzupacken. Einmal. Das habe ich mir übrigens zweimal geholt, weil ich meine ganzen Dice the Game Figuren für die Demospiele habe ich in diesen zwei Figuren Boxen, die ich immer total toll finde, gehabt. Aber da es mittlerweile so viele Figuren sind, habe ich jetzt fünf kleine Boxen gehabt mit den ganzen Figuren. Deswegen habe ich gedacht, komm, ich hole mir einmal so eine. Dann kann ich die alle in ein reinlegen. Und deswegen habe ich mir gleich zwei Boxen davon geholt, weil man weiß ja nicht, ob dann vielleicht noch mehr Figuren für Dice in the Game kommen. Ich finde die Safe & Sound Boxen sehr, sehr schön, weil die sehr dick sind auch. Und die sind natürlich nicht immer für den allgemeinen Transport gedacht, wie ich finde. Also da sind solche Sachen wie Feldherr zum Beispiel ein kleines bisschen besser. Aber besonders zur Lagerung mag ich die Sachen von Safe & Sound gern, weil die auch sehr, sehr günstig sind. Und ich hatte total vergessen, dass Corvus Belli da waren. Sowohl mit N5, man konnte schon Operation Sandtrap dort kaufen, man konnte auch die Warcrow-Sachen schon kaufen, die bisher veröffentlicht waren, natürlich weitere Infinity-Sachen und Ramracer. Und Corvus Belli hat mit Safe & Sound eine Kooperation und zwar haben die zusammen diese Box rausgebracht. Eine magnetische Box und sie hat was ganz Besonderes. Erstmal kann man die auch als Spielgelände benutzen, ne? Als Gebäude hier oben mit Helikopterlandeplatz. Ja, es ist eigentlich eher nice to have, so richtig gebäudetechnisch sieht es nicht aus. Aber ich glaube, gerade wenn man wenig Gelände hat, ist das immer noch eine schöne Geschichte, dass man das mal noch mit benutzen kann. Cool, viel cooler finde ich das, wenn man das aufmacht, hat man so eine Art Club. Hier, mit Wänden inklusive Türen. Und dann kann man tatsächlich da nicht nur die Figuren lagern, sondern auch noch bespielen. Denn, hier ist noch ein kleiner Container mit bei. Es wird noch ein ausführliches Review zu dem ganzen Ding geben, aber die Unterseite ist Metall, das heißt, man kann hier Magnetflächen, also die Figuren, wenn die magnetisiert sind, hier mit anbringen. Wenn man größere Figuren hat, es gab noch eine Variante, die habe ich mitgenommen, weil mein Tech ein bisschen größer ist, dann ist die Wand hier auch noch magnetisiert, kann man damit anbringen. Ja, da ein kleiner Sneak Peek darauf. Da wird es aber von mir noch ein direktes und stärkeres Review geben. Ich bin gespannt. Und dann habe ich mir von Warhammer tatsächlich auch was mitgenommen, aber nicht etwas, was es überall gibt, sondern die exklusive Figur für Events dieses Jahr. Jetzt sage ich das wieder und jetzt werde ich wieder hören, du musst es ja immer wieder betonen, dass du das nicht spielst. Ja, Age of Sigmar spiele ich nicht, aber ich fand einfach von diesem Steel Rook von Cities of Sigmar, den Typen mit diesem Rabenhelm, fand ich unfassbar cool. Und da habe ich gedacht, gut, wenn ich da bin,
dann nimmst du den auch auf jeden Fall mit, weil der ist wirklich, also ich mag das Modell total. Und nicht nur ich, Christian hat sich den auch mitgenommen. Dann waren wir am Samstag, kurz vor Schluss, waren wir bei Takure. Takure ist ein Spiel von Rampa Design. Das sind diejenigen, die jetzt aktuell das Spiel im Infinity-Universum machen, das Weltraumspiel mit den Schlachtschiffen. Und vorher hatten sie Takure gemacht, das Cyberpunk-Rugby-Game. Das konnten wir anspielen. Ich habe gedacht, wir haben nicht allzu viel Zeit. Wir waren aber zu zweit, ein Kumpel von mir und Christian, habe ich gedacht, dann spielt ihr mal und ich kann ein bisschen filmen, dass wir ein bisschen Filmmaterial haben. Die fanden das ganz gut und es ist im Endeffekt ein Rugby-Spiel, ja, mit so ein bisschen Infinity-Look. Gefällt mir sehr, sehr gut, was ich da so sehe. Es kam mir ein bisschen zu kompliziert vor, aber das kann auch daran liegen, dass ich ein bisschen abgelenkt war und vielleicht auch ein bisschen müde war und dann auch noch gefilmt habe. Da muss man mal genau reinschauen. Es sieht eigentlich ziemlich cool aus und das Spiel spielte sich sehr, sehr flott, so wie ich das gemerkt habe. Die Artworks sind vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber die Minis, die sind echt, echt hübsch. Da wird es aber auch nochmal ein genaueres Video zu geben, damit ich euch die Minis auch mal im Detail zeigen kann. Was ich ein kleines bisschen mehr im Detail spielen konnte, war Nanolith und das habe ich dann auch gleich hier einmal mitgenommen und zwar in der Deluxe Version. Also das ist das normale Spiel, die ist richtig, richtig schwer. Und dann gibt es als Deluxe-Version die zweite Box noch mit dazu. Im Endeffekt werden die Standees der Helden dann durch Figuren ausgetauscht und es gibt noch weitere Missionen, einen weiteren Spielmodus und noch einige andere Sachen. Bei Nanolith muss ich ehrlich gestehen, ich habe die letzten Jahre immer wieder auf das Spiel gesehen mit ihren kleinen Ständen, wie sie da ein bisschen gespielt haben. Das ist eins dieser Spiele, wo man mit den Figuren in einem Buch spielt, also wo man das Buch aufklappt und in diesem Buch sind dann die Missionsfelder, in denen man spielt. Und ich hatte gedacht, ja, es ist ein Cyberpunk, wie soll ich sagen, es ist ein Cyberpunk Dungeon Crawler. Und das ist das wirklich nur zum Teil. Wir haben es angespielt, es wurde mir erklärt und ich hatte einen völlig falschen Eindruck von dem Spiel. Und das hat mich überrascht, denn eigentlich, es steht drauf, es ist ein Cyberpunk-RPG-Boardgame. Und das trifft es wirklich sehr, sehr gut. Denn das Spiel ist sehr, sehr storylastig, hat ein riesiges, dickes Kampagnenbuch, ein Geschichtsbuch. Die Geschichte wird zum Teil in Comics erklärt und der Comiczeichner ist derjenige, der auch die Mangas für die Infinity-Mangas gezeichnet hat. Dann wird die Geschichte durch diese Comics und einige Story-Parts einfach vorangetrieben und dann kommt man nicht einfach irgendwie in einen Dungeon, den man runtercrawlt, sondern man ist dann teilweise in irgendwelchen Sammelbildern oder in Wimmelbildern. Wimmelbilder ist es auch nicht wirklich. Man ist in irgendwelchen Bildern, die so ein bisschen an Escape Rooms erinnern. Das heißt, man muss irgendwie gucken, guckt man irgendwie in diese Richtung, markiert man irgendwie oder entscheidet man sich, zu diesem Ort zu gehen, der auf dem Bild markiert ist, dann blättert man zur Seite XY und macht, was dort dann steht und eventuell kommt dann ein Encounter oder es geht anderweitig weiter. Zum Beispiel hatten wir am Anfang, waren wir in einem Labor und mussten dort entkommen, hatten aber keinen Schlüssel. Wir hatten halt dieses Bild von diesem Labor gehabt und so konnten wir verschiedene Punkte durchsuchen und irgendwann kam es zu einem Kampf und dann wurde eine Seite aufgeschlagen, wo so eine Map halt drauf war, in der dann gekämpft wurde. Das war aber kein Dungeon Crawling, sondern man hatte direkt eine Mission. Man musste nämlich zu dem einen Punkt kommen, zu dieser einen verletzten Frau, um sie zu heilen und hatte nur 3 Runden Zeit. Dabei waren aber die Gegner, die auf einen eindrangen. Und dadurch hat man nicht dieses Dungeon-Crawling, sondern man hat wirklich so richtig wie so bei einem Skirmisher so eine Mission, die man machen muss. Und das war in dieser Hinsicht auch spannend, weil das Kampfsystem sehr, sehr, es ist irgendwie intuitiv, es ist aber auch mega interessant, weil es doch sehr viele Anleihen so ein bisschen an Final Fantasy hat, inklusive ultimativen Attacken, die wirklich sehr, sehr stark sind. Das alles jetzt hier zu klären, wäre die Zeit nicht da. Ich glaube, Nanolith müsste man ein bisschen weiter irgendwie erklären, ein bisschen weiter ausführen in einem anderen Video. Auf jeden Fall diese Kombination aus kleinen Rätseln, so ein bisschen Rollenspielanleihen, viel Geschichte mit coolen Comics und dann diese Encounter, die jedes Mal angeblich auch immer komplett anders sein sollen und andere Voraussetzungen haben. Das hat mich total gehuckt und vor allem ist das Team, das sind 3 Jungs, die dieses Team gemacht haben. Die haben vor der Pandemie angefangen, dieses Spiel über Kickstarter zu finanzieren. Dann kam die Pandemie, dann kam der Krieg in der Ukraine und die Preise sind komplett gestiegen und die haben gesagt, alles klar, die Mehrkosten übernehmen sie komplett und wahrscheinlich werden sie keine schwarzen Zahlen mit dem ganzen Ding schreiben. Dementsprechend unterstützenswert, definitiv. Und das ganze Ding hat Qualitäten. Es ist echt gut. Hätte ich nicht erwartet. Hier und da merkt man, dass es vielleicht ihr Erstlingswerk ist. Bei einige Sachen wirken noch ein kleines bisschen roh oder grob. Aber da kann man drüber hinwegsehen, weil ich glaube, hier geht es stärker um die Immersion und ein bisschen der Kampfmodus.
der wirklich ganz viel Videospiel versprüht. Insgesamt hat dieses ganze Spiel sehr viel Videospiel-Charme und das fand ich durchaus gut. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich werde da mal vielleicht mal ein richtiges Unboxing oder sowas draus machen. Auch One-Page-Rules waren da und da habe ich zwei Promofiguren mitgebracht. Ich habe durchaus dort nichts gekauft, aber auch aus gutem Grund, weil ich schon mehrere Jahre im Endeffekt Patreon bei One-Page-Rules bin, habe ich die meisten Figuren als STL-Dateien schon. Aber es gab zwei Promo-Figuren. Einmal von einem Skelettritter. Und guck mal, die sind hier leider auch schon durch den Transport ein kleines bisschen beschädigt. Aber gut, das kann man erkleben. Ein Skelettritter und ein, naja, Weltraum-Hochelfen-Magier. Das sind wirklich hübsche Figuren. Die mag ich gerne. Ich mag sowieso diesen Stil von One-Page-Rules und deren Miniaturen sehr, sehr gerne. Und die waren auch sehr schnell ihre. Die haben neue Zweispieler-Starter-Set für Age of Fantasy Skirmish rausgebracht mit den Echsenmenschen und den mumifizierten Untoten. Und das war am Freitag auch alles ausverkauft. Und da sage ich doch mal herzlichen Glückwunsch. Finde ich mega cool. Ja, sehr schöne Figuren, auch vom Druck sehr schön. Die haben sie auch wirklich sehr günstig verkauft. Denn dieses Starter-Pack mit diesen zwei Fraktionen drin, inklusive MDF-Marker, hat, glaube ich, 20 Euro gekostet, also wirklich sehr, sehr günstig. Was ich ebenfalls noch mitgenommen habe, ist von Kraken Wargames. Die haben nämlich wieder Figuren. Die haben sich ja in den letzten Jahren ein kleines bisschen zurückgezogen, was den Miniature Wargaming, den Tabletop-Markt angeht, und sind mehr oder haben sich mehr konzentriert auf ihre Printing von Kunstdrucken und Matten und so weiter. Aber sie übernehmen jetzt auch für das Schwarze Auge offiziell die Figurenherstellung und ich glaube auch das Figurendesign. Und da habe ich zwei der Promo-Figuren schon mal mitgenommen. Ich kann euch leider nicht sagen, steht auch nicht drauf, was das für welche sind. Aber ich werde die mal für ein Review nochmal richtig irgendwann auspacken. Und da, bei der hatte ich gedacht so, oh, dieses Kleid, das ist aber richtig unschön irgendwie gedruckt. Das ist total unruhig. Aber nein, das sind Ornamente, die sind modelliert und gedruckt. Bisher beeindruckend. Dann waren unsere Freunde von Gravity Bay noch da. Ich habe total vergessen, bei denen am Stand noch zu filmen. Das tut mir total leid. Ich habe für Social Media da einige Fotos und einige Videos gemacht, aber ich habe total vergessen, da zu filmen mit der Kamera. Ich habe mir deren neuen Ignun Starterbox angeschaut und habe die auch einmal mitgehen lassen. Da sind die neuen Modelle, also die neue Fraktion, einmal komplett neu. Das ist ja so eine, oh, auch da, ne, Inka, Azteken, irgend so eine, also es ist mit Absicht nicht eine von diesen Kulturen, sondern das ist wirklich so eine fantasievolle Mischung aus all dem. Und gerade diesen Obsidianen-Golem finde ich tatsächlich ziemlich cool. Da bin ich, auf den hätte ich vielleicht mal Bock, den anzumalen. Also da bin ich mal gespannt. Die Figuren werden auch wieder Zeocast sein, sind sie genau. Ich hatte die nochmal in der Hand gehabt. Aber ich denke, auch da wird es sich lohnen, nochmal eine richtige Review zuzumachen. Und ich glaube, ich habe irgendwo in weiter Ferne eine Road to Rapture gehört. Ich bin ein ganz großer Freund, was Pinsel angeht, von Winsor Newton und auch von Raphael mittlerweile. Aber dennoch wollte ich immer mal Artis Opus ausprobieren. Und zwar nicht die Trockenbürstpinsel, da habe ich Leute gefragt und da hieß es, ja, die Trockenbürstpinsel von Artis Opus sind zwar gut, aber es gibt bessere auf dem Markt. Aber dennoch wollte ich mir einen feinen Pinsel für richtig feine Arbeit holen, weil ich etwas einfach mal ausprobieren wollte und habe mir einen M00 von Artis Opus geholt. Ein knapp 18 Euro teurer Pinsel, aber liebe Leute, ich sage das ja immer wieder, so ein Invest in so einen Pinsel, der so teuer ist, der lohnt sich auch meistens. Ich werde den auf jeden Fall jetzt mal zum Malen benutzen, wenn ich demnächst wieder zum Malen komme. Und ich bin gespannt, wie der sich schlägt. Gerade im Kampf gegen Raphael und Winsor Newton. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und ich habe außerdem noch einige andere Pinsel. Also ich habe jetzt mittlerweile einige Pinsel probieren können. Nicht auf Profi-Niveau natürlich, dafür bin ich nicht der coole Maler. Aber zumindest auf so einem ganz normalen Niveau. Und ich bin gespannt. Auf jeden Fall ein Invest, was ich wahrscheinlich nicht bereuen werde. Aber ich habe mir noch mehr Pinsel geholt. Und zwar bei PK Pro. Und da habe ich mir von PK Pro den großen White Line Monster Bürsten, Trockenbürstpinsel geholt. Ich brauche nämlich für diverse Sachen jetzt demnächst, guck mal, hier fusseln die Haare raus. Das ist aber ganz normal tatsächlich bei all diesen Pinseln. Die muss man am Anfang ein bisschen, ein kleines bisschen benutzen, am besten trocken benutzen, weil viele Haare sich dann doch nochmal lösen. Das ist aber nicht nur bei denen so, das ist bei vielen dieser Art von Pinseln so. Ja, ich muss demnächst, das ist ein kleiner Hint auf Zukünftiges, sehr viele große Sachen bemalen und dafür brauche ich einen vernünftigen Trockenbürstpinsel, der auch groß ist, damit ich das Projekt auch schaffe. Außerdem habe ich mir für meine Evolution Airbrush eine neue Sprühnadel geholt, denn meine ist ein kleines bisschen kaputt. Und da habe ich gedacht, ey, wenn PK Pro schon mal da vor Ort ist, dann kannst du die auch gleich mitnehmen, dann spart man Versandkosten, weil die wollte ich eh mir immer neu holen. Und wo wir bei Pinseln sind, muss man die immer gut pflegen. Und mein Pinselreiniger, das Pflegematerial, das habe ich damals noch vom Tabletop-Shop in Hamburg gehabt, der irgendwann von Fantasy-Welt aufgekauft wurde.
da habe ich tatsächlich immer noch einen kleinen Rest dran. Der ist jetzt 10 Jahre habe ich das, ist aber fast alle. Deswegen habe ich gesagt, komm, ich brauche was Neues und ich wollte immer mal diese Reinigungspasten ausprobieren. Und da gab es von Gentastic Drunken Brush Goop, das ist von Monument Hobbies, gab es diese Paste zum Reinigen der Pinsel. Ich habe damit selbst noch nie gearbeitet, aber ich werde es da mal ausprobieren, damit die Pinsel schön gepflegt werden, wieder in Form kommen. Und ja, länger halten und länger leben. Ich glaube, das sollte ein Invest definitiv wert sein. Gerade wenn man gute und teure Pinsel hat. Und dann war ich noch bei Krautcover und habe einmal Fortress of Doom geholt. Das habe ich zwar schon, aber ich habe ja immer noch. Aber hier hinter mir stehen ja immer noch meine ganzen Chaos-Barbaren für Warhammer The Old World. Und das sind sehr, sehr viele. Und bevor mir während des Projektes für die Bebasung, weil damit sollen die bebased werden, das Fortress of Doom ausgeht, habe ich gedacht, komm, hol's jetzt gleich mal einen zweiten Pot. Dann bin ich auf jeden Fall safe dabei. Ist so geil, wie das leuchtet hier. Wenn ihr schon mal einen Blick haben möchtet, wie die aussehen, habe ich einmal eine Probefigur davon schon mal angemalt. In einem Livestream. Ist hier verlinkt, könnt ihr euch mal angucken. Ja, und ebenfalls bei PK Pro habe ich noch was mitgenommen. Und das ist eher so ein Combo-Ding. Ich habe nämlich von Kridrufi, haben wir das hier im Hintergrund? Von Kridrufi habe ich ja das transportable Mahlset. Das habe ich im Urlaub gehabt und schon ausprobiert. Und da werde ich nochmal ein Video zu machen. Der Nachteil war für mich immer, ich hatte keine, kein Licht zum Malen dabei. Und dann habe ich von PK Pro das Foldigo, eine Tageslichtlampe, mitgenommen, die wirklich, also das habe ich schon mal ausgetestet, die man wirklich, wirklich klein machen kann. Das ist richtig, richtig cool, weil wenn man dann das Kridrufi hat plus das Ding, ist natürlich ein Invest, muss man ehrlich zugeben, weil diese Lampe ist nicht günstig. Aber die kann man so klein mitnehmen, dass man wirklich mobil überall dann malen kann. Man hat dann wirklich diesen einen kleinen Karton plus so eine kleine Tasche, wo diese Lampe drin ist. Und ich habe ja demnächst noch einige Wochen Urlaub, wo ich dann mal in Urlaub gehen werde und auch auf jeden Fall malen werde. Und da werde ich das ausprobieren. Als nächstes werde ich es definitiv im Büro ausprobieren. Im Büro habe ich keine Malsachen, da nehme ich einfach mal beides mit und werde das da testen. Ein Video zu beiden wird auf jeden Fall dazu kommen. Dann habe ich noch den Stand von Burst einmal kurz besucht. Das ist im Endeffekt ein Großhandel, der jetzt unter anderem auch das Halo-Spiel vertreibt und da gab es diesen tollen D&D W20-Würfel. Der ist richtig groß, also richtig großer W20. Ich habe lange nicht mehr einen W20 in der Hand gehabt und dann auch noch so einen großen. Schön. Ach ja, und die War Machine läuft dann auch über Burst. Ich bin gespannt. Das interessiert mich tatsächlich jetzt. War Machine, die neue 2-Spieler-Starterbox soll im November erscheinen und dann werden die Figuren da drin werden dann auch aus Hartplastik in Gussrahmen sein. Also etwas, was Private Press nicht hinbekommen hat. Mal gucken, wie das jetzt abläuft. Auch da werde ich einen Blick drauf haben und euch auf dem Laufenden behalten. Und dann habe ich noch ein kleines Spiel von Beaverlicious in die Hand gedrückt bekommen. Das ist ja eher noch so eine Art Prototyp Rotation Rumble. Das ist so geil. Die Karten, die kommen in diesen alten Gameboy-Spielverpackungen. Da habe ich die Regel noch nicht, die wollt ihr mir noch zuschicken, aber schon mal 2 Sets zum Spielen. Das Spiel ist noch nicht draußen, wird glaube ich noch finanziert werden, ist aber sehr lange in Entwicklung, das verfolge ich hier und da ein kleines bisschen. Wenn ihr wollt, schreibt das mal in die Kommentare, ob ich dazu mehr verraten soll oder euch da ein bisschen auf dem Laufenden halten soll. Ja, und das war dann auch mein maximal langer Loot. Das war sehr, sehr viel dieses Mal. Ich hatte vorgehabt, viel weniger mitzunehmen, weil ich auch dachte, naja, die letzten Male habe ich auch weniger mitgenommen und das wird jetzt diesmal auch gar nicht so viel. Aber offensichtlich waren viele Firmen da, die gern sehr viel zu tun hatten und dieses zu tun haben, dann irgendwann in Produkten geäußert haben und so habe ich einiges mitgenommen. Was aber natürlich auch ein Vorteil ist für uns alle, weil so kann ich weitere Videos machen, habe viel Material und ihr habt dann in Zukunft die Möglichkeit, euch von einigen dieser Sachen ein Bild zu machen. Dieses Video ist viel zu lang geworden, es tut mir leid, aber es ist viel zu erzählen gewesen. Es würde mich freuen, wenn ihr Dice unterstützen würdet, dafür könnt ihr Dice ein Abo geben, auf den Abo-Button drücken und natürlich in die Kommentare schreiben. Was haltet ihr von den ganzen Sachen, die ich mitgenommen habe? Was habt ihr von der Spiel gehalten, wenn ihr da vor Ort wart? Was waren eure Highlights? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ihr wisst aber ganz genau, seid nett zueinander, seid auch nett zu mir, denn sonst gibt es Kraftmacher für alle und das kann keiner wollen.